Was geht, Leute? Ich bin Will von Klassenbildung. Wir haben uns schon in einigen unserer Videos mit historischen Ereignissen und Persönlichkeiten befasst. Heute wollen wir uns den Hamburger Aufstand einmal genauer anschauen. Einige von euch haben sicher schon mal davon gehört. Für alle anderen wollen wir kurz erklären, worum es eigentlich geht. Inspiriert von der Oktoberrevolution der Bolschewiki 1917 plante die Kommunistische Partei Deutschlands gemeinsam mit der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Kommunistischen Internationale, es den russischen ArbeiterInnen gleichzumachen. Im deutschen Oktober sollte die Weimarer Republik 1923 von einem landesweiten Generalstreik und darauffolgenden ArbeiterInnenaufständen erfasst werden. Das Ziel? Die sozialistische Revolution. Zumindest war das der Plan. Aber schauen wir uns erst einmal an, wie es zu dieser Situation kommen konnte. Die Zeit zwischen dem Oktober 1917 und dem November 1923 war für ganz Europa eine Zeit voller Krisen und revolutionärer Erhebungen. Neben der Oktoberrevolution 1917 in Russland waren hier zum Beispiel auch die Errichtung der ungarischen und der slowakischen Räterepublik von 1919 wichtige Ereignisse. In Deutschland folgte in dieser Zeit eine Krise auf die nächste. Konsequenterweise entwickelte sich auch der Klassenkampf immer rasanter. Auf die Novemberrevolution 1918 folgte dann eine Welle von Streiks und bewaffneten Aufständen. In Bremen und Bayern erkämpften die ArbeiterInnen für kurze Zeit die Macht, während sich in Mitteldeutschland und im Ruhrgebiet heftige Kämpfe und Massenstreiks entfalteten. Zur Novemberrevolution haben wir übrigens auch schon ein eigenes Video gemacht. 1920 schlug die ArbeiterInnenklasse den reaktionären Kapp-Lüttwitz-Putsch durch einen Generalstreik nieder, der im Ruhrgebiet zur Schaffung der 100.000 KämpferInnen starken Roten Ruhrarmee führte. Nur durch den Einsatz der Reichswehr, der reaktionären Freikorps und deren blutige Niederschlagung der Aufstände konnten sich die Herrschenden in diesen Jahren im Sattel halten. Kommen wir jetzt aber zum sogenannten Krisenjahr 1923, das Jahr des Hamburger Aufstandes. Wegen ausbleibenden Reparationszahlungen Deutschlands an Frankreich, die im Versailler Vertrag festgelegt wurden, besetzte die französische Armee im Januar 1923 das Ruhrgebiet. Da sich im Ruhrgebiet damals ein großer Teil der Kohle- und Stahlindustrie befand, löste sein Verlust einen Produktionsrückgang, den Einbruch der Staatsfinanzen und eine Hyperinflation aus. Kurz gesagt, eine Wirtschaftskrise. Dabei war die Inflation besonders heftig. Im November 1923 wurden 500 Milliarden Markscheine ausgegeben. Ein US-Dollar kostete 4,2 Billionen Mark. Für große Teile der Arbeiterklasse führte diese Krise zum Verlust ihrer Existenzgrundlage. Auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise im November 1923 waren 23,4% der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter arbeitslos und 47,3% in Kurzarbeit. Für die allermeisten bedeutete das eine gewaltige Verelendung, denn die Unterstützung für Arbeitslose reichte gerade so für ein Brot oder einen Liter Milch. Immer wieder kam es zu Massenstreiks, Lebensmittelunruhen, Demonstrationen und Kämpfen mit der Polizei. Im Mai 1923 kam es im Ruhrgebiet zu einem regionalen Generalstreik, der in Bochum in einem bewaffneten Aufstand umschlug. Mit Unterstützung der Arbeitermilizen, den proletarischen Hundertschaften, zogen ArbeiterInnen aufs Land, um sich ihre Lebensmittel von den Großbauern und Großgrundbesitzern selbst zu holen. Teilweise kam es so im Sommer 1923 zu einer lokalen Doppelmacht in Sachsen und Thüringen. Im August zwang die KPD durch einen Generalstreik die reaktionäre Regierung unter Wilhelm Kuno zurückzutreten. Eines der entscheidendsten Ereignisse, da der Kuno-Streik zum Wendepunkt bezüglich der Einschätzung der Lage in Deutschland durch die Kommunistische Internationale wurde. Am 23. August richtete sie ein Vorbereitungskomitee für die Revolution in Deutschland ein. Und natürlich ging es 1923 auch in Hamburg heiß her. Larissa Reisner, eine sowjetische Autorin, die sich 1923 in Hamburg aufhielt, berichtet in ihrem Buch Hamburg auf den Barrikaden davon. Sie beschreibt zum Beispiel eine Szene, in der streikende Frauen den Zugang zum Hamburger Hafen blockieren und die gegen sie eingesetzte Polizei kurzerhand verprügelten. Kommen wir jetzt zum Aufstandsplan. Der deutsche Oktober sollte nicht weniger als die sozialistische Revolution in Deutschland sein. Für die Kommunistische Internationale und die Kommunistische Partei der Sowjetunion war sie ein Teil des weltrevolutionären Prozesses, der im Oktober 1917 begonnen hatte. Dementsprechend war auch die Vorbereitung der Revolution international. In der Sowjetunion wurde ein Revolutionskomitee aus Mitgliedern der Leitung der KPD, der Russischen Kommunistischen Partei und einigen Militärexperten gebildet, das den Aufstand führen sollte. Zudem wurden Militärexperten und im Aufstand erfahrene KaderInnen nach Deutschland geschickt, um die KPD beim Aufbau der ArbeiterInnenmilizen, der PartisanInnengruppen
und der Beschaffung von Waffen zu unterstützen. Auch mit Lebensmittel- und Getreidelieferungen und erheblichen Geldmitteln sollte die Revolution unterstützt werden. In Deutschland selbst war die Ausgangssituation schwierig. Die fünf revolutionären Zentren, Hamburg, das Ruhrgebiet, Berlin, Sachsen und Thüringen, waren durch einen reaktionären Ring eingeschlossen. Im Westen Frankreich, im Norden Pommern und Preußen, im Osten Polen und im Süden Bayern, Württemberg und Baden. Das revolutionäre Deutschland wäre isoliert, müsste sich gegen 800.000 Soldaten der deutschen Bourgeoisie und wahrscheinlich auch gegen die der französischen wehren. Das mit einem militärischen Apparat in der KPD, der kaum ausgereift war, und einer Roten Armee, die es erstmal nach Deutschland schaffen müsste und vielleicht zu spät kommen würde. Auch die Aufstandsvorbereitungen der KPD liefen schleppend. Man hatte zu spät damit begonnen und es fehlte vielerorts an Erfahrung mit der nötigen geheimen Arbeitsweise. Es fehlte überall an Waffen und erst am 9.11. sollten die Vorbereitungen abgeschlossen sein. Der Höhepunkt der Krise sollte aber der 22.10. werden und der Plan, der revolutionäre Stand, der Aufruf zum Generalstreik sollte gleichzeitig das Signal zum bewaffneten Aufstand sein. Etwa 133.000 KämpferInnen standen bis zum 22.10. bereit. Am Abend des 20. Oktober erkennt die Leitung der KPD, dass sich die Krise auf ihren revolutionären Höhepunkt zubewegt und beschließt die Ausrufung des Generalstreiks. Die engere Führung der Partei will aber die Betriebsrätekonferenz am 21. Oktober abwarten, um die Sozialdemokratie mit ins Boot zu holen. Trotzdem wurden am 20. Oktober bereits Instrukteure mit dem Befehl zum Aufstand losgeschickt. Auf der Konferenz wird der Generalstreik und damit der Aufstand letztendlich verschoben, weil es mit der SPD zu keiner Einigung kommt. Die Revolution soll vorerst verschoben werden. Ein Befehl, der nicht alle Hamburger Stadtteile rechtzeitig erreicht. In der Nacht vom 22. auf den 23.10. wurden in Barmbek, Uhlenhorst und Winterhude die ArbeiterInnenmilizen mobilisiert. Zum Zeitpunkt des Aufstandes hatten diese in ganz Hamburg nicht mehr als 80 Waffen. Damit sollten zunächst Polizeiwachen überrumpelt und entwaffnet werden. Für die Einnahme von 20 Polizeiwachen in diesem Teil Hamburgs hatten die Kampfgruppen 19 Gewehre und 27 Revolver. Pünktlich um 5 Uhr morgens begann der Sturm auf die Wachen und tatsächlich konnten in einer halben Stunde 17 der Wachen erobert und entwaffnet werden. Zum Hauptschauplatz der Kämpfe entwickelte sich Barmbek, in dem ab 7 Uhr mit dem Barrikadenbau begonnen wurde. Daneben wurde auch in Schiffbeck, einem kleinen isolierten Stadtteil am Rand der Stadt, gekämpft. Vor allem Frauen bauten an diesem Tag die Barrikaden in den ArbeiterInnenvierteln, rissen das Pflaster aus der Erde, fällten Bäume und hoben Schützengräben aus. Der Befehl zur Verschiebung des Aufstandes hatte den Rest Hamburgs rechtzeitig erreicht und das kämpfende Barmbek war schnell von der Polizei umzingelt. Erst gegen 17 Uhr erreichte sie der Befehl, den Aufstand abzubrechen. In Schiffbeck kam er an diesem Tag gar nicht an. Und während die Kämpfe in Schiffbeck weitergingen, weigerte man sich in Barmbek, die Waffen niederzulegen. Erst am nächsten Tag, nach einem Ausweichmanöver in den nördlicheren Stadtteil Bramfeld und nachdem die Kampfleitung weitere Informationen erhalten hatte, wurde der Abbruch des Aufstandes eingeleitet. Die entscheidende Rolle hatte die revolutionäre Moral der Kämpfenden gespielt. Radikal, in der Unterzahl und größtenteils unbewaffnet, hielten sie mithilfe der unbewaffneten ArbeiterInnen ihren Stadtteil einen ganzen Tag lang gegen die Reichswehr. In Schiffbeck hielten 35 KommunistInnen, unterstützt durch tausende unbewaffnete ArbeiterInnen, 2 Tage lang stand. Für den finalen Sturmangriff mobilisierte die Reichswehr 5000 SoldatInnen, griff mit einem Flugzeug, Panzerwagen, Kavallerie und Schiffen von allen Seiten gleichzeitig an. Trotzdem dauerte dieser Kampf 3 Stunden und am Ende zogen sich die KommunistInnen durch eine von ihnen geschlagene Bresche im Belagerungsring zurück. Daraus, dass die sozialistische Revolution in Deutschland im Oktober 1923 nicht gelang, aber auch aus dem mutigen Kampf der Hamburger KommunistInnen und ArbeiterInnen können wir viel lernen. Zum einen zeigt das Scheitern der Revolution, dass man die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Aufstand nicht in wenigen Wochen oder Monaten schaffen kann, wenn die jahrelange Vorarbeit fehlt. Dass es nicht nur darum geht, wie groß die Kampfgruppen oder Milizen sind, sondern mehr darum, wie gut sie vorbereitet und wie ausgebildet ihr Klassenbewusstsein ist. Die KPD hat es nicht geschafft, ihre soziale Basis zu verbreitern und breitere Teile der ArbeiterInnenklasse anzuführen oder zumindest mitzureißen. 1923 fehlte es zum Beispiel an einer starken Rätebewegung, die die Grundlage für die Sicherung der Revolution und die Herrschaft der ArbeiterInnen gewesen wäre. Andererseits haben die Kämpfe in Hamburg auch die Bedeutung der revolutionären Moral gezeigt.
Es handelt sich beim Hamburger Aufstand zwar um eine militärische Niederlage, andererseits ist es ein klarer moralischer Sieg. Dass einige hundert bewaffnete KommunistInnen es gemeinsam mit tausenden ArbeiterInnen geschafft haben, sich Stunden und sogar tagelang dem Militär in einer eigentlich hoffnungslosen Unterzahl zu widersetzen. Heute erscheint die scheinbar riesige Macht der KapitalistInnen vielen als unüberwindbar. Aber der Hamburger Aufstand beweist uns das Gegenteil. Ihre Ordnung ist auf Sand gebaut. Und schon ein paar tausend kampfbereite ArbeiterInnen können sie auch heute zum Zittern bringen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr Fragen, Kritiken oder Vorschläge habt, schreibt sie in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.